Ich bin Friederike Pigeli, die Nachrichtenfrau von SchweineTV. Heute mit der Sportschlau. Wir sind jetzt mit unserem neuen Reporter in Rio verbunden. Aus Rios Maracamacronen-Stadion meldet sich Reporter Matthias Porkenhöffel. Ich vertrete meinen Kollegen Waldi Weichmann. Er sucht in Bielefeld nach den 6,7 Millionen und behauptete zuletzt, es gebe gar keine deutsche Fußballnationalmannschaft. 8 Tore fielen im WM-Halbfinale gegen Deutschland. Haben die Brasilianer deshalb aus Rache die schwarze 8 hierher verschleppt? Jetzt gedeihen Spekulationen, dass Dino Madonna und Lionel Messi die schwarze 8 nach Argentinien entführt haben könnten, wo sie weiß gefärbt und zu Nasenpuder vermahlen werden soll. Meine Recherchen nähern jedoch den Verdacht, dass wieder einmal Seppel Blattgold seine Hände im Spiel haben könnte. Er plant, die schwarze 8 auf seine Seite zu ziehen, damit sie ihm zur Präsidentschaft im internationalen Billardverband verhilft. Wird unsere schwarze 8 der Versuchung widerstehen können, sich auf diese Weise vergolden zu lassen? Wir wollen es hoffen. FBI, übernehmen Sie. Blattgold hat sich inzwischen inkognito als Seppel Weißgold nach Südamerika begeben, wo er beim Stamm der Baloni-Indianer zu Gast war. Als er aber von dem Häuptling Pip Gladiola für ein paar Silberlinge die Namensrechte des Stammes ergaunern wollte, fühlte sich der stolze Stammesälteste in seiner Ehre verletzt und ließ Weißgold in den Kerker werfen. Hier hält er noch im Knast die Hand auf. Meine Damen und Herren, aufgrund der Statüten von SchweineTV sind wir zur Verlesung der folgenden Gegendarstellung verpflichtet, und zwar unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt. Der ehemalige Fußballer Lusa Matematteus legte Wert auf die Feststellung, dass er zu keinem Zeitpunkt Jagd auf die schwarze 8 gemacht hat, da er nur an jungen Sechsen interessiert ist. Die internationale Presse habe ihn falsch verstanden, obwohl er Englisch praktisch wie seine Muttersprache spricht. Englisch wird die Arbeitssprache. Und nun übergeben wir uns ins Trainingslager unserer Mannschaft. Für die Zeit der Spiele musste mit dem Hüter der schwarzen 8, der Trainerlegende Yogi Modo, eine kurzzeitige Feuerpause vereinbart werden. Der alte Praktikfuchs sollte die Mannschaft auf Vordermann bringen, um endlich ganz unten zu landen. Ficky Facka, das Kurzspaßspiel und die Ballverliebtheit standen im Vordergrund. Schnaufen und stöhnen vervollständigten den Trainingsplan, der die Mannschaft in Form bringen sollte. Das Training brachte die Akteure an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Das Finale der Schwach-WM zwischen Hobbywischer aus den gereinigten Staaten gegen Sturi Kasparkopf aus Stussland muss wiederholt werden. Die Öffnung der Proben A bis D ergaben bei beiden haarsträubende Ergebnisse, die jedem Friseur den Föhn durchbrennen lassen würden. Bei beiden wurde ein exzessiver Rauschzustand festgestellt, bei Wischer hervorgerufen durch Kräutermissbrauch und bei Kasparkopf durch übermäßige Zufuhr klarer Flüssigkeiten. Eine nüchterne Wiederholung des Spiels kann infolgedessen nur in eine Remise führen. Beim letzten Lauf in der Formel Heinz sind zwei Boliden aus dem gleichen Stall mal wieder aneinander geraten. Schlosszwerg und Rempelten kollidierten und landeten beide im Kiesbett. Sigi Gauda hatte alle Hände voll zu tun, um diesen Käse zu entschimmeln. Bei der Meisterschaft im einarmigen Reißen in Eiern verletzte sich leider der hochgehandelte Favorit Luis Trinker schon beim Warmsaufen und sitzt deshalb bis auf Weiteres auf dem Trockenen. Wir wünschen gute Besserung. Prost, Luis. Die Abschlussetappe der diesjährigen Tour de France beendeten die Favoriten Bullrich und Darmstrong als Letzte. Bullrich musste seinem Salzkonsum Tribut zollen, die Wirkung war einfach zu durchschlagend. Er durfte sich mit dem Trostpreis der braunen Radlerhose zufrieden geben. Infolge übermäßiger Zuführung von Baldrian schlief Darmstrong immer wieder während der Fahrt ein. Das Ziel erreichte er nur noch im Schneckentempo. So blieb ihm nur das rote Trikot des Schlusslichtes.
Wir hoffen, Sie sind bereit. Na dann, gut Holz. Ah, der war schwer zu nehmen. Ah, sieht aber trotzdem doof aus. Das ist ja auch ein fürchterliches Gewürzspiel. Und jetzt kommt die Blutgrätsche. Was eine hässliche Flanke. Hand! Hand! Das war eindeutig Hand! Der Schiedsrichter hat's nicht gesehen. So, und jetzt die letzten Minuten. Vielleicht gelingt Ihnen ja noch eine schöne Diagonalkelle. Mann, oh Mann, die Abwehr ist erlöchlich wie ein Schweizer Trikot. Deshalb ist auch der Sieg mal wieder ins Wasser gefallen. Meine Lahmen und Sperren, hören Sie nun das Wort zum Sonntag. Es spricht zu Ihnen Ihre Eloquenz, die heilige Serafina Sweensdäge. Liebe Schwestern und Brüder, höret nun die 8 Fußballpsalmen aus dem 8. Mathe-Matthäus-Evangelium. Ich habe gleich gemerkt, das ist ein Druckschmerz, wenn man drauf drückt. Schiedsrichter kommt für mich nicht in Frage, schon eher etwas, das mit Fußball zu tun hat. Ein Wort gab das andere, wir hatten uns nichts zu sagen. Es ist wichtig, dass man 90 Minuten mit voller Konzentration an das nächste Spiel denkt. Jeder, der mich kennt und der mich reden gehört hat, weiß genau, dass ich bald Englisch in 6 oder auch schon in 4 Wochen so gut spreche und Interviews geben kann, die jeder Deutsche versteht. Englisch wird die Arbeitssprache. Wichtig ist, dass Herr Schaum jetzt eine klare Linie in sein Leben bringt. Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Gebe hier klar und offen zu, dass ich mit Drogen in Kontakt gekommen bin. Ein Loser, Mathe Matthäus, braucht keine dritte Person. Er kommt sehr gut allein zurecht. Ein Loser, Mathe Matthäus, kann es sich nicht leisten, sich zu blamieren. I hope we have a little bit lucky. Amen. Platini, korrupt, die war der ja noch nie. Fährt mit dem Sepp zur Côte d'Azur, da ist den beiden nix zu dür. Fieferalala, Fieferalala, Fieferalala. Der Franzl Beckenbauer bleibt Lichtgestalt auf Dauer, wäscht seine weiße Weste, ach, in einem klaren Liersbach. Fieferalala, Fieferalala, Fieferalala. Fieferalala, Fieferalala, Fieferalala. Gianni Infantilo wiegt 150 Kilo. Er hat die Taschen voller Gold, das hätte Blatter auch gewollt. Der Griesmann macht die Mannschaft platt, da gab's für alle Grießbrei satt. Die Hand war zu früh am Pokal und roch danach sehr streng nach Aal. Fieferalala, 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 Fieferalala. Ein bisschen mehr Freude. Ich glaube, wenn ich so Fußball gespielt hätte wie er, dann hätte ich mit 18 meine Schuhe verbrannt. Ich habe immer die Schulde. Eier, wir brauchen Eier. Wie eine Flasche leer. Wenn scheiße läuft, bleibt scheiße. Am Arsch gelegt. Visionen schaffen Fakten. Also einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Wenn der Kopf funktioniert, dann ist er das dritte Bein. Fieferalala, Fieferalala, Fieferalala. Fieferalala, Fieferalala, Fieferalala. Ich glaube, fertig.